Ja, also dass ich alleine Musik mache, ist eigentlich so aus einer Notlösung entstanden. Damals gab es 2011 einen. War das 2011? Ja. Schon so lange her? Und ich bin immer noch nicht berühmt? Okay. Also, wenn ich meiner Mutter glauben kann, habe ich echt schon als Kind Musik gemacht. Ich habe mir anscheinend als Kind Töpfe gegriffen aus dem Schrank und habe daraus ein Schlagzeug gebastelt. 2-3 Jahre alt und habe dann halt einfach rumgetrommelt bis zum Gehtnichtmehr. Sie serviert an der Kasse in Gelb und Grün und Blau ihre Cocktails fruchtig. Mit 4, 5, 6 Jahren wollte ich dann auf jeden Fall meine ersten Instrumente lernen. Hab dann ein bisschen mit Keyboard angefangen. War dann auch relativ schnell gelangweilt davon. War nicht so meins. Sass heißt das. Das ist eine typische Gitarre. Im Endeffekt eine dreiseitige. Die musste ich dann irgendwann lernen, weil ich habe gemeint, ich will Musik machen. Mein Vater hat gemeint, ja, dann machst du halt was aus deiner Kultur. Ja, was für den Mann normalerweise das Auto ist, ist für mich, glaube ich, die Gitarre. Also ich kann mich einen kompletten Tag im Musikgeschäft einschließen und kann alle Gitarren spielen, würde sie am liebsten alle kaufen. Und also das ist schon so, das ist diese erste Liebe, die ich irgendwie jemals zu irgendetwas hatte. Und so ist es. Sich mal kurz eine Pause, dann scheint die Welt zu stehen. Immer grün, da, 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 da.